soll ja Quatsch. Was war in Düsseldorf? Was war gestern Nacht? Ich habe mit euch beiden geschlafen, wenn ihr es genau wissen wollt. Ich bin nicht stolz drauf, aber so ist es nun mal. Mhm. Seid ihr jetzt zufrieden? Und was willst du jetzt machen? Weiß ich nicht. Es wird auch nicht besser, wenn ihr mich unter Druck setzt. Ja, und jetzt willst du fröhlich von einem Bett ins andere hüpfen, oder? Ja, warum nicht gleich zu dritt? Hätten sie wohl gerne. Marie, ich will dich. Aber ich werde dich nicht teilen. Dem schließe ich mich ohne Einschränkung an. Lasst mich jetzt einfach in Ruhe. So, hier, das beruhigt. Bist du lieb, danke. Jetzt erzähl mal, wie ist es denn zu dem Unfall gekommen? Ich glaube, ich bin zu schnell in die Kurve. Dann hat es gekracht und dann war ich weg. Es war so schrecklich. Waren denn noch andere Fahrzeuge beteiligt? Nein, ich habe doch gesagt, ich bin aus der Kurve geflogen. Naja, dann haben wir noch mal Glück gehabt. Der Wagen war fast neu. Für solche Fälle sind Autohäuser versichert. Ich habe den Wagen aber nicht aus dem Autohaus. Sondern? Er ist von Sonja. Ich habe ihn mir nur geliehen. Du hast dir das Auto von deiner Freundin geliehen? Ich weiß gar nicht, wie ich ihr das beibringen soll. Du leihst dir ein Auto, um mir weiszumachen, du willst es kaufen, Rosalie? Warum? Weil du mir ständig in den Ohren liegst, dass ich dich ruiniere. Und weil du deinem Onkel gesagt hast, dass ich die Bodenhaftung verloren habe. Was hast du gehört? Ich wollte einen Schrecken einjagen. Ich dachte, wenn du das immer sagst, dann sollst du auch mal sehen, wie das tatsächlich ist und wenn es nur für eine Stunde ist oder so. Du darfst nicht mehr zu mir. Erst nach der Rückenmarktransplantation, aber das dauert ja nicht mehr lang. Aber wenn du bei mir bist, das ist das Einzige, worauf ich mich noch freuen kann. Allein schaffe ich das nicht. Du bist doch nicht allein. Ich komme dich doch nach wie vor besuchen. Und dann stehe ich da, hinter der Scheibe. Dann kannst du mich gar nicht mehr in den Arm nehmen. Wenn das Ganze hier vorbei ist, lasse ich dich dafür nicht mehr los. Nicht mehr anfassen kann man mich. Es ist doch nur für kurze Zeit, ja? Und dann sitze ich bald wieder hier und gehe dir ordentlich auf die Nerven. Wenn nicht, wenn mein Körper das Transplantat abstößt. Da hast du die ganze Quälerei doch nicht umsonst angetan. Hey, komm. Hey, mach mir nicht schlapp auf den letzten Metern. Ich brauch dich doch. Ja. Ich werde jetzt rausgeschmissen. Sag sie nur, dass du tapfer sein wirst, sonst ist er ganz traurig. Ich liebe dich. Über alles. Ein ganzes Stück weiter nach rechts.
Noch ein bisschen, noch mehr, noch mehr. Ja, und jetzt unten ein bisschen nach links rüber. Ja, wunderbar. Und jetzt muss man natürlich noch die Deckenbeleuchtung ausrichten. Da kommt es noch besser zur Geltung. Ist wunderschön. Tja, dann danke für die Gastfreundschaft. Und das wunderbare Essen. Sie sollten es auf die Karte setzen. Und Sie sollten noch mehr solche Bilder malen. Wir haben ja eine Menge leerer Wände. Tja, meine Kunst ist nicht jedermanns Geschmack, Herr Konopka. Unsere schon. Nicht wahr, Werner? Ist doch mal was anderes. Danke, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind. Gerne. Silvia? Herr Seilfeld? Einen schönen Tag noch. Wir sollten eine Vernissage... Hängt ab. Wie bitte? Hängt denn schon von der Wand. Werner, bitte. Es mag ja euer Geschmack sein, meiner ist es nicht. Du bist doch bloß eifersüchtig. Ich? Worauf? Das ist doch keine Frage, oder? Also, wenn du hier weiter wohnen willst, dann verkneift er deine Sprüche besser. Das ist immer noch meine Wohnung, oder? Hat er recht? Ja. Dein Bruder. Bist du eifersüchtig? Wieso sollte ich? Herbert ist immerhin der Vater meines Sohnes und ein gemeinsames Kind verbindet. Das ist wie bei dir und Charlotte. Werner, es gibt nur zwei Menschen in meinem Leben, die mir was bedeuten. Das bist du und Ben. Ich liebe dich. Rosalie? Ich bin hier. Wie geht's dir denn? Schon besser. Der Arzt hat mir gesagt, ich soll viel liegen und viel schlafen. Ich hab dir ein Stück Kuchen mitgebracht. Du bist ein Schatz, danke. Felix, es tut mir so leid. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Ich bin froh, dass dir nichts Schlimmeres passiert ist. Ich komme für den Schaden selbst auf, wirklich. Ich werde schon einen anderen Weg finden. Um wie viel Geld geht's denn? So ungefähr 70.000 Euro. Aber auch nur, weil Sonja den Wagen günstiger bekommen hat. Das ist mehr, als ich gedacht habe. Ja, aber vielleicht kann ich ja das Geld irgendwie abstottern. Sonja ist ja keine arme Frau. Wann wollte sie den Wagen denn abholen? Sie müsste jetzt jeden Moment kommen. Okay. Ich kümmere mich drum. Leg du dich hin und ruh dich aus. Wie kann ich denn das, solange ich nicht mit ihr gesprochen habe? Leg dich hin. Ich mach das schon. Okay? Sie kann ja nachher noch mit raufkommen. Hm. Wenn ich dich nicht hätte. Danke, Felix. Was du dir damals gewünscht hast. Oder meinst du, das bringt Unglück, wenn du mir das jetzt verrätst? Ach Quatsch, ist doch hier alles nur Aberglaube. Naja, dann kannst du es mir ja verraten. Nach unserer Trennung damals, da habe ich mir gewünscht, wieder zusammenkommen. Nur Interesse halber. Wie haben Sie sie rumgekriegt? Sie mit ihrem Macho-Gehabe. Ich habe sie nicht rumgekriegt. Ich liebe Marie. Falls Ihnen das entgangen sein sollte, ich auch. Sie wissen noch gar nicht, was Liebe ist, so wie Sie mit den Frauen umgehen.
Wer hat sich denn die reiche Carla geangelt und sich als Prinz ausgegeben? Wer hat denn Marie verheimlicht, dass er verheiratet ist, hä? Das Kapitel ist durch. Die Scheidung läuft. Ja, genau. Das können Sie gerne Marie erzählen, aber nicht mir. Ich warne dich, Kumpel. Kampflos kriegst du sie nicht. Das ist auch gar nicht nötig. Ich brauche nicht zu kämpfen. Na dann. Umso besser. Ich kann warten und werde Marie Zeit geben. Und ich will sie nur, wenn sie mich auch will. Dann überlegen Sie sich schon mal ein schönes Hochzeitsgeschenk für uns. Wie die beiden da vor mir standen, das war so peinlich. Wie kann ich denn Xaver dasselbe antun wie Nils mir mit dieser Sonja? Du hast es offensichtlich beiden angetan. Ja, weil ich... Plötzlich kamen meine ganzen alten Gefühle für Nils wieder hoch. Was hättest du gemacht, wenn die beiden nicht zufällig draufgekommen wären? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall wäre es nicht so peinlich gewesen. Und warum erzählst du mir das alles? Du musst dir wohl denken können, dass ich mit deinem Verhalten nicht einverstanden bin. Ich find's ja selbst auch nicht gut. Dann entscheide dich. Kann ich nicht. Bei Xaver, da fühle ich mich so wohl, so geborgen. Ist einfach wunderbar. Und Nils, der ist so ganz anders, so männlich. Aber wie kann man denn zwei Männer gleichzeitig lieben? Ja, mich darfst du das nicht fragen. Für mich gab es immer nur den einen. Dir hat nie jemand außer Papa den Hof gemacht. Oh, doch. Aber leider wusste ich gleich, wer der Richtige ist. Sag mal, spürst du gar nichts in der Richtung? Ich meine, weder für den einen noch für den anderen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich weder den einen noch den anderen verlieren will. Und mit beiden ins Bett? Mama. Marie. Du darfst dich nicht belügen. Ich belüge mich doch nicht. Soll ich dir mal was sagen? Weder der eine noch der andere ist der Richtige. Denn wenn der kommt, was spürst du? Zu dir wollte ich gerade. Ich komme gleich hoch zu euch. Ich muss sie nur noch fertig machen. Das geht nicht ums Putzen. Hör mir mal kurz zu. Rosalie hatte einen Unfall. Was? Ist sie verletzt? Nein, nichts Schlimmes. Sie hatte Glück im Unglück. Ein leichtes Schleudertrauma. Kleine Abschürfung. Was ist denn passiert? Sie war mit dem Auto unterwegs und sie ist wohl zu schnell in eine Kurve gefahren. Wie, welches Auto? Ihr habt doch gar keins mehr. Von irgendeiner Freundin. Ist auch egal. Jedenfalls wollte ich dich bitten. Kannst du mal kurz nachher sehen? Klar, ist sie oben. Ja, sie hat sich hingelegt. Gut, dann gehe ich gleich hoch. Gut, danke. Aber wechsel nicht auf, falls sie schlafen sollte. Frau Felder? Ich habe schon gehört, was passiert ist. Die Polizei hat mich angerufen und die Werkstatt. Ja, haben Sie einen Augenblick Zeit? Darf ich Sie in mein Büro bitten? Eigentlich wollte ich nach Rosalie sehen. Gott sei Dank ist ihr nicht mehr passiert, Nein, oder? Nein, sie hat sich hingelegt. Sie schläft. Sie können ja später raufgehen zu ihr. Kommen Sie. Okay.